Ein Arschloch aus purem Gold. Ich bin CDO-Manager. Ein CDO-Manager? Ja, bei Harding Advisors. Ich wusste gar nicht, dass es bei CDOs irgendwas zu managen gibt. No. Wir suchen die Wertpapiere aus, die in das CDO-Portfolio kommen und beobachten die Vermögenswerte. Ich mache die meisten CDOs für Merrill Lynch. Vertreten Sie die Investoren oder Merrill Lynch? Die Investoren. Tatsächlich. Ja. Aber Merrill Lynch wird Ihnen keine Kunden schicken, es sei denn, Sie nehmen die Anleihen von Merrill Lynch in Ihr CDO. Ja, gute Frage. Sagen wir Merrill und ich, wir haben eine gute Beziehung. Sie haben eine gute Beziehung mit Merrill Lynch. Wir machen schon sehr lange Geschäfte miteinander. Und diese CDOs, die Sie kreieren, die sind von höchster Qualität und von höchstem Wert. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Machen Sie sich Sorgen wegen der steigenden Ausfallraten? Wissen Sie, ich übernehme kein Risiko für diese Produkte, Mark. Okay. Damit ich das richtig verstehe, Sie bekommen einen Anruf von der Bank. Die gibt Ihnen die Anleihen, die Sie verkaufen wollen. Die gibt Ihnen die Kunden. Die gibt Ihnen das Geld für Ihre Abschlüsse. Die zahlt Ihnen fette Gebühren dafür. Doch Sie repräsentieren die Investoren? Ist das richtig? Ja. Aber wir sitzen nicht im Merrill Lynch-Gebäude. Okay, wo dann? Wir sitzen in New Jersey. Sie, 20 Minuten entfernt? Ja, 5 mit einem Hubschrauber. Okay. Witzig, ja? Wahnsinnig witzig. Oh, Mann. Ihr Boss steht kurz davor zu explodieren. Nein, er ist zu neugierig, um zu explodieren. Sekunde. Nochmal. CDOA hat Anteile von CDOB und CDOB hat Anteile von CDOA und beide werden dann in CDOC aufgenommen. Ja, das nennt man ein CDO hoch 2. Ein CDO von einem CDO. Klar. Dann gibt's CDOs, die aus dem Gegenstück der Swaps zusammengesetzt sind, gegen die Sie wetten. Die nennen wir synthetische CDOs. Was sagten Sie gerade? Synthetische CDOs. Das ist komplett irre. Es ist nicht. Es ist fantastisch. Sein Gesicht glüht wie eine Herdplatte. Könnte man Spiegeleier drauf braten. Also gut, sagen wir, Sie hätten einen Pool von 50 Millionen in Subprime-Krediten. Wie viel Geld könnte mit Wetten darauf generiert werden? An Ihren synthetischen CDOs und Swaps. Sagen wir jetzt, heute Nacht. Mal nachdenken, 50 Millionen... Eine Milliarde Dollar? Was? Wenn die Hypothekenanleihen, die Michael Burry entdeckt hatte, das Streichholz waren. Um wie viel ist der Hypothekenversicherungsmarkt größer als der eigentliche Hypothekenmarkt? Etwa 20 Mal. Wenn die Hypothekenanleihen das Streichholz waren und die CDOs die kerosingetränkten Lappen, dann waren die synthetischen CDOs die Atombombe, über deren Knopf ein betrunkener Präsident den Finger hielt. Genau in diesem Moment, in diesem albernen Restaurant, mit diesem dummen Gesicht, realisierte Mark Baum, dass die gesamte Weltwirtschaft womöglich einstürzen würde. Ich werde jetzt gehen. Sie halten mich für einen Parasiten, nicht wahr, Mr. Baum? Aber ich werde von der Gesellschaft geschätzt. Über alle Maßen. Ich habe folgende Idee. Ich sage Ihnen, wie viel ich wert bin. Und Sie sagen mir, wie viel Sie wert sind. Gott, Sie sind wirklich ein unglaublich mieser Haufen Scheiße.